Guten Morgen. Es ist 7.20 Uhr. Till und ich gehen jetzt zum Sport und dann geht's zur Ikea. Heute steht eine Menge an, weil heute auch das erste Training ist. Und ich bin aufgeregt. Viel Spaß mit dem Video. Peace. Du musst jetzt eine motivierende Aussage machen, damit die Zuschauer ihren Tag erfolgreich starten können. Da fällt mir nur eine ein. Und zwar kämpfen, nicht jammern. Kämpfen, nicht jammern. Startet gut in den Tag. Er will Fitness First nicht fokussieren, ja? Weil du nicht fokussiert bist, Bro. Nicht Ladies First, sondern Fitness. Ladies First, Fitness First. Wir sind jetzt beim Sport. Wie ihr vor einer Sekunde gesehen habt, sind wir reingegangen. Das vergisst man immer mal wieder. Aber das Beste an diesem Fitnessstudio ist diese Musik. Wasserflasche gestern hier, glaube ich, verloren oder so, weil Fitness First schon gut am Drapsen alle. Oder liegt's hier drin? Ich glaube, die Menschen aus der Umgebung hier wissen nicht, was Drapsen bedeutet. Drapsageddon, wenn man. Wer weiß es? Ich hab's verraten, Scheiße. Okay, wir sind fertig im Fitnessstudio. Till ist einfach ein massives menschliches Wesen. Du musst jetzt auch flexen. Ich hab gesagt, ich flex nicht. Jedenfalls, Till und ich, wir essen unsere Äpfel komplett. Also auch laut Till mit dem Arschloch des Apfels. Das Aber ich Arschloch. Glaube, dass der Großteil der Menschheit nicht den ganzen Apfel isst. Esst ihr den ganzen Apfel? Kommentiert. Lasst ein Like da, wenn ja. Wir essen den ganzen Apfel. Hashtag Apfelgang. Hashtag heftige Musik. Mach mal einen Dance mal dazu. Das ist eher so Contemporary Ausdruckstanz, ne? Wenn du hingeflogen wärst. Kopf aufgeschlagen, sorry Coach, kann ich. Zeig mal hier, was die Royals für Whips kriegen. Importwagen. Das ist der MVP-Wagen. Proletariat kriegt nur einen Bus. Den da. Ich weiß gar nicht. Ach, den fahren wir jetzt? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man hier auf dem Gelände filmen darf. Was soll hier passieren? Wir werden jetzt abgeschossen aus dem Schachschuss. Was soll denn passieren? Sniper in the building. Wenn der ist jetzt so übelst vollgepackt. Der ist leer. Ja? Ja. Sicher? Ziemlich sicher, ja. Bei dem Panther wäre voll. Das war viel witziger, dass du noch am Film bist. Ist das schlecht? Lass das Ding mal reinbringen. Ist immer noch am Film. Ja, klar. Jetzt hör auf, mach aus hier. Ja. Junge. Okay, Mann. Soll ich für Klicks einen Unfall bauen? Für Klicks? Komm, mach. Fast gestorben. Fast gestorben. Kein Clickbait. Wir sind auf dem Weg zu Ikea. Ja, Mann. Ja. Und wir machen unsere Wohnung schön. Schön, ja. Weil wir haben schon eine schöne Wohnung. Adlibs. Skrskr. Irgendwas. Wir sind angekommen, aber noch nicht am Ziel. Das ist der ganze Parkplatz von dem Ikea, oder was? Keine Ahnung.
Wie gesagt, wir sind angekommen, aber wir sind noch nicht am Ziel. Macht das Sinn? Denkt drüber nach. Wir sind heute inspirationell. Inspo, Freunde. Wir motivieren euch, euer Leben besser zu leben. Das ist der kleinste IKEA-Parkplatz, den ich je in meinem verfickten Leben gesehen habe. Am Ausgang gibt es die Hotdogs. Ich will Wurst in meinem Mund. Lecker. Was machen wir jetzt? Ich bin broke. Smash. Genau. Darf man einen Einkaufswagen mit nach oben nehmen? Dicker, keine Ahnung, Alter. Das ist schon was unangenehm. Aber was geht hier ab? Wir nehmen jetzt den Einkaufswagen. Upsala, das ist awkward, wenn dann Menschen da rauskommen. Ich bin noch nicht selbstbewusst genug, um mit der Kamera zu reden. Ich dachte, der Aufzug sieht schon so aus, als ob er rein soll. Oh, boah, wir müssen jetzt mal eine ganze Masse IKEA-Mitarbeiter nochmal. Ja, ich meine, wird hier wohl eine Ecke. Wir fragen uns wirklich immer noch, ob das okay ist. Aber wir machen es jetzt einfach. Einfach machen hier. Guck mal, wenn ihr euch unwohl fühlt, macht es einfach und ihr werdet besser. Kämpfen, nicht jammern. Nicht jammern. Da wir ja heute motivierende Sprüche sagen, hier gibt es einen Platz für alle. Und ein Platz für alles. Motivation und Inspiration, hast du das irgendwie? Heute ist der Inspo-Tag. Kämpfen, nicht jammern. Und hallo? Bist du zufrieden bis jetzt? Hallo? Ja, kaufen. Wie ist der Kurs? Ja, verkaufen. Los, verkaufen! Los! Ja, gut, danke. Hast du gerade eine Mio gemacht? Ja, über Bitcoins. Du weißt, manche meinen, die sind tot, aber Eta Imperium. Eigentlich wollte ich gucken, was wir noch brauchen. Dann kam der Anruf, weißt du, Business geht immer vor. Was ein cleaner Boy, ey. Ja, ich... Das ist so clean. Ich erzähl euch mal was. Freunde, komm mal rein. Seht ihr diese Dinger hier? Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil danach sind eure Hände dreckiger als vorher. Deswegen immer... Ich mache die Türen immer zuerst auf, wasche mir dann die Hände, damit ich die dreckige Klinke nicht anfange. Habt ihr wieder was gelernt? Freunde, irgendwie. Wow. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, irgendwie ist das relativ schnell, relativ dolle ausgeartet. So sieht unser Einkaufswagen jetzt aktuell aus. Wahrscheinlich voll unspektakulär. Manche rasten komplett aus bei IKEA, Alter. Ja. Wir sind noch voll im Greed-Modus. Ja, das kommt dazu. Wir sind noch super geizig. Das ist eigentlich... Und... Das ist auch schön. Das nächste gefunden. Jetzt kommt noch ein Schrank dazu, noch ein Regal dazu, Kleider... Oh, da kommt noch eine ganze Menge dazu. Schande! Bist du zufrieden mit deinem Einkauf? Unserem Einkauf? Hotdog war lecker. Viel zu viele Sachen und ich muss jetzt helfen, darf nicht weiterreden. Es tut mir leid. Dustin, wie ist dein erster Tag in Potsdam? Mein erster Tag? Müde. Ja, schon gebumst. Tja, redet immer so viel Stuff rein, den dürft ihr nicht ernst nehmen. Es ist Donnerstag, ich kaufe mir Supreme. Es ist nicht Donnerstag, heute ist Dienstag. Und ich kaufe mir nix. Es ist dunkel, weil wir hatten ich Training. Bin eine Bitch. Finger ausgekugelt im ersten Training, GG Mate. Ich bin müde, ich beende das Video. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Jungs vermessen. Und das war's. Peace out. Auch den Finger ausgekugelt.
Manchmal sind es die stumpfen Sachen. Oh, und by the way, mein Zimmer wird immer mehr eingerichtet, wie ihr seht. Ich habe jetzt Lampen, die anscheinend nur Typen cool finden. Puh. Was sagt ihr zu dem neuen Drip Drip? Die Lampen, wir beide, ja?